Stefan Sindera und Paul Richter ermitteln in einem Pharmaunternehmen wegen des Verdachts auf illegalen Medikamentenhandel. Inhaber Frederik Scholl vermisst in seinem Bestand verschreibungspflichtige Arzneimittel. In der Rechnungslauf ist mir aufgefallen, da stimmt irgendwas nicht. Und da habe ich mit der Frau Merz gesprochen. Und die ist verantwortlich für die ganze Lagerung hier. Und das ist unsere Disponentin. Und sie sagte auch, sie kann sich das nicht erklären. Und sie bat mich auch, sie zu holen. Weil irgendwie scheint mir das schon, ich will nicht sagen kriminell, aber es ist schon. Wir arbeiten mit Pharmazie. Diebstahl ist immer kriminell. Ja, ich selber war jetzt noch nicht so weit, ob es wirklich ein Diebstahl ist. Und oh mein Gott. Wow. Bleiben Sie. Der nur 1 von 33, einmal RTW. Bei der verletzten Frau handelt es sich um Dana Merz, die Disponentin des Betriebs, die den Medikamentendiebstahl aufklären wollte. Stefan Sindera von der Kölner Einsatzkommission glaubt nicht an Zufälle und zählt eins und eins zusammen. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, was mir ein bisschen komisch vorkommt, dass ausgerechnet die Frau, die darauf insistiert hat, dass sie die Polizei verständigen, jetzt gerade hier einen Unfall hat. Ich sag ja nicht, dass es was damit zu tun haben muss. Ich will das nur mal in den Raum werfen. Kann jetzt auch ein Unfall gewesen sein, ne? Nur es ist halt, der Zeitpunkt ist halt relativ komisch. Wie viele Menschen haben denn Zugang hier überhaupt in das Lager? Im Prinzip jeder. Wir sind knapp 100 Mitarbeiter und jeder muss mal ins Lager. Es hat vielleicht nicht jeder einen Schlüssel, aber jeder kann im Laufe des Tages rein und die Türen sind auf. Ist halt ein, ja. Und die Frau Merz ist die Erste, der aufgefallen ist, dass hier Medikamente in der letzten Zeit regelmäßig verschwinden. Nee, das ist mir so ein bisschen aufgefallen während des Rechnungslaufs. Und dann hatte ich sie angesprochen und ich sagte, Frau Merz, irgendwas kann hier nicht so richtig sein. Und sagte sie, ja, prüfe ich mit Ihnen nach, prüfen wir. Und ich sage, sollen wir die Polizei holen? Denn da stimmt ja was nicht. Neben der manipulierten Leiter macht Paul Richter noch eine weitere verdächtige Entdeckung, die möglicherweise eine Spur zu dem Täter liefern könnte. Vielleicht kennt Firmeninhaber Frederik Scholl das Schmuckstück. Es sagt mir jetzt nichts. Ich bin nur verwundert, was hat hier ein Schmuckstück zu suchen? Wir sind ja, ich bin viel mehr verwundert darüber, dass diese Leiter augenscheinlich angesägt ist, das Herr Scholl. Was? Ja. War angesägt? Ja, das ist kein Unfall. Gab es in letzter Zeit Drohungen? Hat sie irgendwelche Feinde? Gibt es da irgendwas? Nein. Einzige, was ich weiß, ist, dass sie mit ihrem Ex-Mann, aber die sind seit Ewigkeiten schon getrennt, Streit haben. Mhm. Wobei, jetzt, wo Sie sagen, heute Vormittag, ist gar nicht lange her, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, tauchte er auf einmal im Innenhof auf. Und ich habe nur vom Büro oben mitgekriegt, dass die zwei heftig miteinander gestritten haben, also lautstark. Was? Wir würden Sie jetzt gerne mitnehmen ins Krankenhaus, ja, zur Untersuchung. Ja. Ihr könnt ja jetzt hier weitermachen, wenn ihr noch Fragen habt. Gehen Sie schon mal vor, bitte. Danke. Eins ist doch klar. Entweder, das richtet sich ganz gezielt gegen Sie, aber warum? Entweder wegen Medikamentenmissbrauch oder hier, vielleicht hat der Ex wirklich einen Grund und will Sie hier mit Absicht verunfallen lassen. Oder weil sie ja diese Kontrollfunktion hat. Und da jemand, weiß ich nicht, was dagegen hat, dass sie hier kontrolliert. Lass uns mit diesem Ex mal erstmal sprechen. Ja. Steckt Thomas Merz, der Ex-Mann der Disponentin, hinter dem heimtückischen Angriff? So, Herr Merz, wir kommen jetzt ins Eingemachte. Merz, das sind die Fotos Ihrer Ex-Frau, wie sie ins Krankenhaus aufgenommen wurde, beziehungsweise an der Unfallstelle. Wie ist das denn passiert? Bei ihrer Arbeit ist sie unglücklicherweise, muss man sagen, von einer Leiter gestürzt. Wir können aktuell sagen, dass es sich hierbei nicht um einen Unfall gehandelt hat, sondern diese Leiter wurde manipuliert, also um es klar zu sagen, angesägt. Und ich möchte gerne wissen, worüber Sie sich davor gestritten haben. Sie haben sie ja heute gesehen. Das ist meine Tochter Antonia. Jeder Streit mit Dana dreht sich um sie. Wir haben uns getrennt, als Antonia 7 Jahre alt war. Und kurz zuvor wurde bei ihr eine Blutgerinnungsstörung festgestellt. Am Anfang ging das auch eine Weile ganz gut, aber dann hat irgendwann Dana mehr und mehr meine Tochter vor mir abgeschottet. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe auch kaum Kontakt zu meiner Tochter Antonia, weil Dana jedes Treffen immer wieder kurzfristig absagt. Sie sagten, Ihre Tochter hat eine Blutgerinnungsstörung. Sie sitzt auf diesem Bild aber im Rollstuhl. Das kann ich mir jetzt nicht erklären. Hat das irgendeine Bedeutung? Antonia hat auch Glasknochen. Daher sitzt sie auch im Rollstuhl. Ich bin sogar gerichtlich gegen sie vorgegangen, um ein Umgangsrecht zu erwirken. Aber leider erfolglos, weil Dana ständig Lügen über mich erzählt. Wo waren Sie denn zwischen dem 8.8. und dem 12.8.?
Ich war bei diesem Kunden auf Montage. In Lübeck. Nesrin! Ja? Pass mal auf, es geht gleich mal um eine Überprüfung von dem Alibi. Der Paul gibt dir gleich mal einen Zettel. Und dann der Herr, der möchte knallharte Fakten. Die brauchen wir jetzt auch. Das heißt, nimmst du ihn bitte einmal mit zur ED-Behandlung? Ja, klar, kann ich machen. Kommen Sie einmal bitte mit. Ja. Und, was sagst du? Also, ganz ehrlich? Ja. Ich finde ihn glaubwürdig. Ich finde ihn sogar super glaubwürdig. Am Tag darauf besuchen die Beamten Dana Merz, die bereits auf eigenen Wunsch das Krankenhaus verlassen hat. Vor Ort treffen sie auch Marcel, den Freund der 15-jährigen Tochter Antonia, an. Frau Merz, danke, dass Sie uns empfangen. Wie geht's Ihnen denn? Es geht schon okay. Ja? Aber ich wollte auf keinen Fall im Krankenhaus bleiben. Ich muss mich ja um Antonia kümmern. Trink erst mal was. Und Ihr Name war Marcel Scholl? Korrekt, ja. Okay, kennen Sie einen Frederik Scholl? Das ist mein Papa, genau. Ach so, der leitet hier dieses Pharmaunternehmen. Korrekt, ja. Ah, okay. Von dem Unfall mit der Frau Merz, hatten Sie was mitbekommen? Ja, hatte ich was mitbekommen, ja, genau. In welchem Verhältnis stehen Sie hier zu diesem Haus? Die Antonia, die im Rollstuhl sitzt, ist meine Freundin und die Mama, die arbeitet bei mir in der Firma bei meinem Papa. Ah, okay. Genau. Gut. Oh, ich hab gerade noch einen Ruf. Können Sie das bitte draußen machen? Wir haben jetzt eine Befragung mit den beiden Damen. Okay. Ja, hallo? Sind das jetzt Ihre Medikamente oder sind das deine Medikamente, wenn ich du sagen darf? Okay. Ja, hat leider eine ziemlich schwere Blutgerinnungsstörung und dazu noch eine Glasknochenkrankheit. Und deshalb sitzt sie auch hier im Rollstuhl. Oh je. Also, die kleinste Erschütterung könnte ihre Knochen brechen und dann könnte sie verbluten. Und deshalb bin ich auch total unruhig. Nicht wegen mir, sondern wegen ihr. Ich wollte unbedingt nach Hause. Darüber hinaus haben wir noch eine Brosche oder einen Anhänger gefunden. Kann ich Ihnen gerne mal zeigen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Oder? Nein, ich... Also von Ihnen ist der nicht? Nein, nein. Wir haben halt Kenntnis darüber erhalten, dass Sie vorher einen Streit hatten mit Ihrem Ex-Lebensgefährten, Ihrem Ex-Mann. Was? Ja, Papa war da? Schatzi, ich wollte dich nicht belasten. Wieso hast du mir das nicht erzählt? Es ist schon seit er uns verlassen hat. Ich wollte es dir nicht erzählen. Aber seit er uns verlassen hat, macht er uns wirklich das Leben schwer. Bei der ersten Diagnose hat er die Flucht ergriffen, hat uns alleine gelassen und jetzt zerrt er uns erst vor Gericht, macht uns fertig und will sie nicht sehen. Und ich weiß nicht, was mit ihm los ist, ganz ehrlich gesagt. Antonia, darf ich dich vielleicht fragen, wie das Verhältnis zu deinem Vater ist? Also, mein Vater sehe ich eigentlich kaum. Immer wenn wir uns treffen wollten, hat er das irgendwie kurzfristig abgesagt, weil etwas Wichtigeres dazwischen kam. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich ihm überhaupt nicht wichtig bin. Es sind ja Medikamente bei Ihnen in der Firma verlustig gegangen. Und Sie haben uns ja darüber in Kenntnis setzen wollen, dass dieser Vorgang stattgefunden hat. Konnten Sie bis zu Ihrem Sturz etwas darüber hinaus herausfinden? Nein, leider nicht. Ich habe gerade mit der Inventur angefangen und da ist die Stufe auf einmal unter mir zusammengekracht. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Aber ich habe ja darauf bestanden, dass wir Sie rufen. Ja, dahingehend muss ich Sie aufklären. Wir konnten feststellen, dass diese Sprosse an der Leiter angesägt wurde. Das heißt, es war kein klassischer Unfall oder kein unabsichtlicher Sturz, sondern das wurde absichtlich herbeigeführt. Der Streit mit Ihrem Ex-Mann vor dem unmittelbaren Geschehen in der Firma, worum ging es da? Das Übliche. Ich will es eigentlich gar nicht vor Antonia sagen. Unterhaltsstreit und die ganze Sache. Der Kollege muss kurz telefonieren. Ja, also das Übliche, sagen Sie, ne? Ja. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Ex-Mann was mit diesem Anschlag auf Sie zu tun haben könnte? Also wenn Sie mich jetzt so fragen, dann kommt mir, dass ich eine Lebensversicherung auf Antonia abgeschlossen habe und dass ich ihm das irgendwann mal erwähnt habe letzte Woche. Herr Paul, komm mal bitte. Eine Sekunde bitte, ja. Das war die KTU. Die haben sehr spannende Ergebnisse. Die haben in diesem Vorgang dann auch noch mal den Thomas Merz auf die Wache eingeladen. Wir sollen dringend kommen. Der Verdacht gegen Danas Ex-Mann Thomas erhärtet sich. Herr Merz, die Problematik ist folgende. Also die gute Nachricht ist, auf der Leiter konnten wir keine Ihrer Fingerspuren sichern. Aber die KTU hat sehr gut gearbeitet, auf diesem Medaillon sehr wohl. Und das sind Ihre.
Das ist das Medaillon, das ist das Geschenk für Antonia. Sie hat in ein paar Tagen Geburtstag. Aber Dana gestattet es mir nicht, bei der Geburtstagsfeier dabei zu sein. Daher habe ich Dana das Medaillon gegeben, damit Antonia wenigstens das von mir bekommt. Das mag ja alles sein. Die Frage ist ja nur, das Medaillon, das lag ja im Lager, in dem Pharmazieunternehmen. Und dann fragen wir uns, wie kommt das dahin? Ich war nicht in dem Lager. Da bin ich nie gewesen. Okay, Sie können sich aufregen, das ist Ihr gutes Recht, aber die Version, die wir von Ihrer Frau gehört haben, auch dass Sie den sorgsamen Vater spielen, die hat uns Ihre Frau komplett anders geschildert. Alles Lügen! Verdammte Mama, glaubt mir denn keiner! Ich will nur ein guter Vater für meine Tochter sein. Daran ändert auch Ihre Krankheitsdiagnose überhaupt nichts daran. Dana ist diejenige, die alle Leute perfide anlügt und manipuliert. Ich würde Sie bitten, sich jetzt nochmal zu setzen, ja? So, und sie verhindert alle Treffen mit meiner Tochter Antonia, indem sie ständig deren Krankheiten vorschiebt. Ich flehe euch an, ihr dürft Dana nicht glauben. Schauen Sie, wie das da hingekommen ist, weiß ich nicht. Ich wollte euch nur kurz Bescheid geben, das Alibi des Herrn Thomas Merz hat sich bestätigt. Er war tatsächlich vor 3 Tagen auf Montage in Lübeck. Na bitte, da habt ihr es doch. Warum soll ich denn lügen, verdammt nochmal?